So, nachdem Teddy ja bereits Kat 1 hat, schauen wir jetzt doch gleich auch mal beim Kick, ob der nicht dieses Jahr auch schon das Klasse 1 hat. Ich schaue jetzt gleich mal nach drinnen und hoffe, dass ich mit etwas Kat 1 zum Testen wieder mit rauskomme. Ja, hey Leute, gleich. Wie ihr seht, bin ich fündig geworden. Bei Kick gibt es jetzt Kategorie 1 Feuerwerk. Und gleich als allererstes, als ich gesehen habe, musste ich mit Schrecken feststellen, dass es nicht mehr Kellerfeuerwerk gibt, sondern Weko-Feuerwerk. Dachte ich mir, denn letztes Jahr waren ja die Powerballs von Keller so gut, dass ich mir unbedingt dieses Jahr wieder welche holen wollte, aber daraus wird es leider nichts mehr. Des Weiteren, neben dem, was man jetzt hier auf dem Bild sehen kann, gab es noch so ein Kellerset für 5 Euro, aber da waren mir zu viele Knallteufel und Wunderkerzen drin, sodass es für mich nicht gelohnt hat. Es gab noch 10er Collersprüher, so bunte Handfontänen für 1 Euro. Und eben die 5er sortierten, also die in der 5er Sortierung Einzelpäckchen, darunter 150 Knallteufel für 1 Euro. Und eben diese 4 hier auch jeweils für 1 Euro. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da haben wir einmal hier die Crackling Bits, damals unter dem Namen Knallkirschen oder Hitkits von Keller. Die sind echt ranzig verarbeitet. Hier sind sie teilweise überlaufen, wie auch schon woanders gesehen in Videos, hier auch. Jedenfalls sehr schlecht. Mal sehen, was sie können. 9 Stück dicke Brummer. Die sehen jetzt nicht besonders interessant aus. Sind halt jetzt ja einfache Hummeln halt. Sehen normal aus. Also nicht schlecht. Hier haben wir 7 Blitzknatterbälle. Leider auch hier, wie bei den Teddy, Knatterbällen mit dem Meteoriten drin. Für mich ist es einfach eine Verarsche. Weil wenn ich Meteoriten möchte, dann kaufe ich mir Meteoriten und dann zahle ich auch nicht so viel, weil da bekommt man eine 20er Schachtel für um 1 Euro rum, bisschen mehr. Und hier bekomme ich für 1 Euro gerade mal 7 Stück und das ist schon echt dreist, muss ich sagen. Hier dann die Flitze Feuersteine, Mini-Vulkane, 4 Stück. So sieht er aus, innen mit einer Fontäne drin. Tun wir mal das Papier weg. Ja, hier sieht man es ein bisschen, so eine runde Fontäne. Mal sehen, was der kann. Brennen sollte er nicht eh nicht lange. Dann sehen wir uns beim Test wieder. So Leute, jetzt sind wir hier draußen auf dem Zündelplatz und schauen uns als allererstes die dicken Brummer von Weko an in der 9er Schachtel. Haben eine relativ lange Brenndauer, dreifachen Farbwechsel und drehen sich gut. Schauen wir, ob der zweite auch so gut ist. Der war auch völlig okay. Also zu denen kann man jetzt echt absolut nichts sagen. Die sind gut. So, und nun die Flitze Feuerstein-Vulkane. Die Brenndauer ist ein absoluter Witz, das waren jetzt keine 5 Sekunden. Nee, also von Brenndauer ist echt absolut gar nichts mehr da. Sind zwar schön bunt, aber oh, die stinken auch, das ist Wahnsinn. Heftig, naja. Nun 2 Blitzknatterbälle. Mit Meteoritenfüllung. Schon laut, aber auch nicht das Wahre. So, jetzt machen wir noch einen zweiten. Ja, naja. Wie gesagt, wenn man Meteoriten will, dann kauft man sich Meteoriten. Und wenn man Powerballs will mit guter Füllung, dann kauft man die von Keller weiterhin. Sofern man sie noch bekommt. Jetzt zum Vergleich, einer von den Powerballs von Keller vom letzten Jahr auch bei Kick gekauft. Oh, Alter, das habe ich einfach vermisst. Ja, schade, dass es die nicht mehr gibt. Seht ihr, was passiert? Und jetzt als letztes die Crackling Bits von Weko.
Der war heute schon ganz ordentlich. Dann machen wir noch einen. Der war okay. Der war jetzt ein bisschen schlechter. Und weil es der letzte Tickel ist, noch ein dritter. Die Brenndauer war jetzt auch nicht so das Wahre. Also die waren früher schon mal viel besser und vor allem auch viel lauter. Gut sind die jetzt wirklich nicht. Also so, schwach. Jetzt Schlussfazit. Am besten waren die dicken Brummer. Die haben sich gut gedreht, hatten einen dreifachen Farbwechsel und gut Power. Am schlechtesten war der Flitze Feuerstein und die Knallkirschen, sag ich jetzt mal, die Crackling Bits. Einfach zu kurze Brenndauer, zu wenig Effekt. Und vom Effekt her sind sie ganz okay, wenn man sie jetzt als Meteoriten betrachtet, wenn man sie als Blitzknatterbälle betrachtet, dann absolut mies und dreist einfach nur. Also wie gesagt, dicke Brummer könnt ihr kaufen, den Rest kann ich euch nicht empfehlen. Schade, dass Kick auf Weco umgestiegen ist, war früher viel besser mit Keller, aber das ist leider nicht unsere Entscheidung. Bis zum nächsten Video, macht's gut!